Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zum dritten Teil in Svens Trilogie, sage ich jetzt mal. Wir ziehen um, wir schaffen uns ein neues Becken an, etc. pp. Und wie ihr seht, ja, es ist vollbracht. Mehr dazu gleich. Ja, Sven, herzlichen Dank, dass wir noch mal kommen durften und uns anschauen können, was du hier alles veranstaltet hast. Der Umzug ist geschafft, wie zu sehen ist. Das neue Haus ist so gut wie fertig. Mhm. Und ja, Baustelle draußen noch, aber ansonsten sieht es ziemlich geil aus hier, muss ich mal echt sagen. Danke. Ja, beim Umzug hast du ja kräftig mitgeholfen, dafür auch nochmal vielen Dank. Ja, ich war dabei. Wir haben den Umzug mehr oder weniger zusammen gemacht. Entsprechende Bilder blende ich euch auch zwischendurch mit ein. Also es war, ist erstmal eine Hauruck-Aktion. Ja. Aber eine gute. Von langer Hand geplant, würde ich sagen. Genau. Ja, alles in allem, warum hast du diesen Reefer jetzt eigentlich gewählt? Warum hast du gesagt, ich will wieder in dieses kleine Format im Vergleich zu den 1600 Liter, die du vorher hattest? Ja, das hatte ich ja mehrfach angemerkt in den Videos davor, dass einfach ich total Bock darauf hatte, mit der Nase näher an den Korallen zu hängen, Sachen besser sehen zu können. Und der Reefer, der hat mich einfach angesprochen, weil ich finde erstmal das Beckendesign schön und auch vom Glas her bin ich total überzeugt von dem Becken, habe ich ja bei dir gesehen und auch bei meiner Schwester. Und was natürlich total cool war mit dem eingebauten Technikbecken, konnte ich im Umzug relativ schnell das Becken aufstellen und in Betrieb nehmen. Zeige ich euch auch mal eben kurz, weil das Becken ja im Prinzip soll ja mit einem Technikraum verbunden oder sollte zu dem Zeitpunkt mit einem Technikraum verbunden werden, genau. Der jetzt fertig ist, aber für den Übergang haben wir dann halt den Originalbereich benutzt, der beim Reefer dabei ist. Genau, weil ganz einfach ich nicht den Fehler machen wollte, wie all die Male davor, wo ich es mir vorgenommen habe, ordentlich zu machen, dann hast du doch wieder Flickschusterei betrieben. Ja. Sondern ich habe gesagt, dieses Mal lass mal den Umzug vonstatten gehen und dann wirklich mit viel Liebe zum Detail habe ich den Technikraum aufgebaut und eigentlich das Augenmerk auf Pflege, einfache Pflege und Wartung vom Becken gelegt. Ja. Ja, wie er schon sagte, der Umzug, das war eine gut geplante Sache. Das Becken ist ja im Vorfeld aufgestellt worden. Mhm. Du hast im Prinzip alles fertig gemacht hier. Drüben war auch alles vorbereitet. Das war auch, ja, Umzug über Monate, ne, muss über man Monate, sagen. Ja. Weil ich hatte ja diese ganzen Plagen in dem Becken drin. Da gab es ja auch den Ausschnitt vor dem großen Umbau. Der große Umbau war ja eigentlich schon die Hinleitung zu diesem neuen Becken hier zum kleineren. Ne? Genau, wir haben halt ja das EPO-Reef in dem Becken eingefahren, in dem alten System. Wie zufrieden bist du jetzt mit dieser Variante? Das ist ja noch eine experimentelle Variante hier. Also total stressfrei und problemlos alles, läuft gut. Mhm. Wobei ich muss auch ganz ehrlich gestehen, meine Schwester hat ja die noch aktuelle Variante und ich merke keinen wirklichen Unterschied. Also sie sind beide in dem großen Becken gleich eingelaufen und jetzt auch im weiteren Gebrauch. Sie hat ja jetzt auch die kleinere Variante, den 525er XL. Genau. Und das Becken läuft genauso problemlos. Ja genau, meine Schwester fährt weiter Sangokai. Mhm. Finde ich, ist ein ganz spannender Versuch. Ich fahre gerade die Essentials Plus in dem Becken, nachdem ich jahrelang auch Sangokai benutzt habe. Ich habe ihn überzeugt. Ja, es funktioniert beides sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine System besser als das andere ist. Und ich bin mal gespannt, wie man so nach einem Jahr urteilt, wenn beide Becken, weil meine Schwester hat halt eben auch die Straton, noch die ja noch alte Variante seit ein paar Tagen, weiß man es ja. Die neue ist ja seit heute bzw. seit gestern angeteasert worden. Nächste Woche soll es dann weitere Infos geben, aber okay. Nun gut, aber im Prinzip zwei ähnlich aufgebaute Becken mit ähnlichen Korallen, weil wir auch viel hin und her getauscht haben, Schwesterchen und ich. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie das Fazit nach einem Jahr ausfällt. Aber bezüglich des EPO-Reefs, finde ich, sieht man keinen Unterschied zwischen beiden. Also ich finde, das Becken steht jetzt richtig, richtig Bombe. Ja. Also
Ich sehe auch kaum Korallen, die jetzt irgendwie Probleme haben. Da vorne hast du vielleicht eine Lobo, die da so jo. Ein kleines bisschen rumzickt, aber ich sag mal, einen Umzug ohne Probleme, den gibt es nicht. Ja, oder die fast Lobo, nicht. Es sind ja ein paar Lobos platt gegangen, das lag schlicht und ergreifend am Jodmangel. Ne? Mhm. So oft im Leben immer wieder Jod. Okay. Gerade in Einfahrphase, bis man dann so die Erhaltungsdosis mal auf dem Radar hat, wie hoch die sein muss. Ja, erstens das und zweitens, du hast ja auch komplett neuen Bodengrund eingebracht. Das ist ja auch noch, ich sage es mal, hier und da wird dann Material aufgenommen, verschwindet. Ist so. Ich werde es im Endeffekt merken, wenn ich meinen Umzug mache, da kommt nämlich kein Bodengrund mehr rein. Ich werde erstmal versuchen, bare bottom zu fahren und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Viel Spaß. Ja, ja. Also ich hätte keinen Bock mehr drauf. Ich bin ja so ein Sandfreund. Ja, bare bottom ist... Ich bin eigentlich auch ein Sandfreund, aber ich habe erstmal Angst. Okay. Weil, wie du weißt, das neue Becken, was ich kriege, wird ein Acrylbecken. Ja. Und da lasse ich den Sand erstmal raus. Wird von unten weiß unterklebt, um den Anschein zu wahren. Mhm. Aber ja, ja schauen wir da sehe ich das Problem. Ich habe ja jetzt eine ganze Weile auch Barebottom gefahren, einfach in der Hinleitung zu dem Umzug, weil ich mir gesagt habe, komm, da musst du keinen Sand rausholen aus dem Becken später. Den Stress sparst du dir jetzt mal. Und es überwächst halt komplett mit Kalkrotalgen und ich finde, dann sieht es halt einfach nicht mehr schön aus. Ne? Das ist eine andere Optik, das ist richtig. Ja. Da müsste man den Boden dann auch sauber halten. Ja, und dir fehlt die Reflexion vom Bodengrund und ich bin halt eben Freund vom hellen weißen Sand, am liebsten so fein wie der jetzt. Gibt es dann erstmal einen Trick, habe ich jetzt neulich in einem Video von JS Aqua gesehen. Du musst die Folie, musst tatsächlich den Unterboden folieren, damit die Reflexion, auch wenn du es auf einen weißen Schrank draufstellst, das bringt nichts. Du musst tatsächlich eine Folie drunter ziehen, damit du auch wirklich einen weißen Boden erstmal hast. Ja. Und dann hast du Kalkrotalgen drauf und dann ist wieder dunkel. Dann ist es wieder dunkel, aber das dauert erstmal. Vielleicht mache ich bis dahin dann auch wieder Sand rein. Ja, werden wir sehen. Wahrscheinlich. Ja. Alles in allem sieht sehr gut aus. Wie zufrieden bist du mit der Straton jetzt? Du hattest ja vorher. Mega. Also ich war eigentlich skeptisch bis zuletzt, gerade bei den SPS-Korallen, bei den Akroporen, ob die durchfärben. Habe ich der Straton nicht so ganz zugetraut. Also ich war schon immer begeistert. Das Becken ist ja nun mal auch vom Besatz her mehr ein LPS-Becken als vorher. Viele Krusten auch drin gelandet. Ist ja alles noch recht jung und frisch und noch nicht so wirklich füllig. Aber bei den Akroporen bin ich positiv überrascht. Also die Shortcake, die sieht mega aus. Ja, schöner definitiv. Als je zuvor. Auch andere ziehen jetzt so langsam nach bei der Durchfärbung. Einzige ist so, es gibt welche, die stehen nicht so geil wie unter der T5-Kombo. Vielleicht kommt es noch. Ja, im Großen und Ganzen aber bin ich einfach nur extrem zufrieden. Ja, man sieht, dass die Korallen alle sehr schön hier stehen. Wie hast du das Ganze jetzt nach dem Komplettumbau gelöst? Also du hast ja gesagt, du hast ja zuerst das Technikbecken gehabt. Und wie sieht es jetzt im Endeffekt aus? Was hast du, ja, wo steht deine Technik? Unter der Treppe. Unter der Treppe. Genau, wir haben also in der Bauphase von dem Haus sehr früh schon uns Gedanken gemacht, wie wir das Aquarium mit hier einbringen. Und es gibt 200er KG-Rohre, die nach außen in der Wand rausführen, um also später auch Kühlung dahin hier reinzubringen. Also Zuluft und Abluft. Dann ist eine eigene Stromunterverteilung installiert worden mit zwei eigenen FI-Schutzschaltern, sodass im Prinzip ich immer abwechselnd Steckdosen gesetzt habe, die auf jeweils einem FI sind. Das heißt, wenigstens eine Lampe bleibt immer an, wenigstens zwei Strömungspumpen bleiben immer an. Also wirklich mal richtig komplett so, wie es sein soll, so dass man auch vernünftig arbeiten kann bzw. auch Sicherheiten hat. Genau, genau. Und das Zweite, was mir ganz wichtig war, ist... ich habe es ja auch in den letzten Videos angesprochen, dass ich keine Wasserwechsel mit dem großen System machen konnte, was am Becken gut. Das hast du mir gezeigt, das hat er echt genial gelöst. Also, genau, Absperrhahn auf. Auf gut Deutsch, er ist wirklich ein fauler Mensch. Ja, nicht nur, dass er da hier die Pflege vom Becken reduzieren möchte, er hat wirklich im Technikraum, kommen wir gleich zu, gehen wir gleich rein, zeigen wir euch. Das ist der Wahnsinn. Also, kein Fortschritt ohne faule Menschen, Daniel. Ja, genau. Wer faul ist, ist auch klug, oder wie war das, ne? Genau, also Hebel umlegen, dann sind 150 Liter raus, wieder das Ventil schließen und dann das fertig angesetzte Salzwasser rüberpumpen, ohne einen Tropfen Wasser zu versprühen. Das ist geil. Das ist sehr, sehr angenehm. Richtig geil. Ja, von der Technik her hatten wir ja gesagt, oder hast du gesagt, hast du jetzt einen separaten Raum, aber du hast auch einen Teil der Technik noch hier gelassen. Genau.
was da wäre. Also ich habe jetzt die gesamte Mess- und Regeltechnik in diesem Schrank untergebracht. Hm. Ist jetzt, seit dem Umzug habe ich den Ion-Direktor auch dran. Der ist dann irgendwann ja nach gefühlten 20 Jahren Wartezeit gekommen. Okay, wie zufrieden bist du mit dem Gerät? Also eins muss ich ja mal vorweg schicken. Ich bin ausnahmsweise mal mit dem Service von GHL mittlerweile sehr zufrieden. Die haben sich gut bemüht, das muss man ja auch mal sagen. In der Vergangenheit war ich ja ein bisschen angefressen. Ja. Aber ich habe mit dem Ion-Direktor, so wie viele auch, Probleme. Da sind ja mittlerweile sind wir bei der Sensorgeneration 13 angelangt. Okay. V13 heißt sie. Ich weiß nicht, ob die bei 10 angefangen haben, kann ich nicht sagen. Aber der erste Sensor hat Nitrat gar nicht gemessen, richtig. Mhm. Der Sensor dann in der Version 13, der gekommen ist, der misst jetzt relativ akkurat das Ganze. Okay. Und ja, bei Magnesium bin ich mir nicht so sicher, ob das so stimmt oder nicht. Aber im Großen und Ganzen, also Calcium ist der Top. Mhm. Mit einem, also wirklich mit ganz wenig Abweichung. Nitrat misst der jetzt endlich zuverlässig und ich dosiere Ammoniumnitratlösung über, über den GHL-Doser. Wobei ich da, also das merkt man auch beim Becken richtig. Ich halte Stickstoff oben über Ammoniumnitrat und habe gesagt, über 5 Milligramm. Mit einem relativ krassen Korrekturfaktor nach unten dosiert er gar keinen Stickstoff mehr dazu. Wenn der auf unter 5 Milligramm ist, dann erhöht die Dosis leicht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr geile Sache, wenn man das so steuern kann. Genau. Gerade auch, ich sag mal, der Bereich Stickstoff ist ja wirklich wichtig. Das haben wir auch bei meinem Becken ja hier und da schon gesehen, dass der, wenn Stickstoff weg ist, dass alles recht blass wird. Ja, genau. Dass die Korallen dann nicht mehr ganz so wollen. Also es ist ein großer Punkt, der natürlich auch, ich sage mal von der Hilfe her jetzt, über diese Messtechnik natürlich abgedeckt werden kann. Es ist ein bisschen grob, ne? Also du kannst nur ganze Werte Milligramm pro Liter mit dem Ding messen, keine Kommastellen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß, wenn Nitrat nachweisbar ist im Becken, dass Stickstoff vorhanden ist, mit 5 Milligramm pro Liter weiß ich, dass es auch nie so hoch geht. Der geht dann mal auf 7 oder 8 hoch und dann hört er die Dosierung auf, dann fällt er wieder. Du hast ja bei Ammoniumnitrat auch immer einen Zeitversatz, weil die Umsetzung muss erstmal stattfinden durch das Ammonium, was dosiert wird. Du hast also im Prinzip nur eine leichte Anhebung des Nitratwerts sofort und das Ammonium wird nachgelagert erst umgesetzt. So. Das ist natürlich eine sehr feine Sache. Aber wir können das natürlich demnächst auch anders machen, hatten wir ja gesagt. Also ich habe ja einen sehr hohen Nitratwert, also mittlerweile letzte Messung 87 Milligramm habe ich bei mir drin. Das ist schon sportlich, aber selbst mein Becken, ja. Ja, also man sieht halt eben, der Ion-Direktor, die Lösungen sind da, dann vom KH-Director, die Lösungen sind da. Mhm. Ich dosiere mein Phosphor, also da habe ich ja Kaliumdihydrogenphosphat, arbeite ich schon viele Jahre mit, klappt gut. Vorteil bei der selbst angesetzten Lösung ist einfach, dass ich genau weiß, um wie viel Milligramm pro Liter erhöhe ich. Okay. Mir gefällt bei vielen Produkten aus dem Handel einfach nicht, dass die Nährstoffe dosieren, aber du keinerlei Aussage darüber erhältst, in welchem Maße. Weil es halt teilweise bioverfügbare Sachen sind, die wir mit unseren Tröpfchentests oder mit unseren Testmethoden nicht so einfach nachweisen können. Mag sein, dass das alles so ist. Ich weiß nur, ich bin damit immer gut gefahren, wenn ich meine Phosphatlösung selber angesetzt habe und ich weiß ganz genau, wie viel Milliliter muss ich reingeben, um Phosphat um Wert X zu erhöhen. Wenn man sich das über die Zeit erarbeitet hat und weiß, wie es geht, warum sollte man das System ändern? Ist so. Ne? Ja. So, und dann, wie gesagt, dann meine Stickstofflösung, Ammoniumnitrat, ist in dem zweiten Behälter da vorne drin. Mhm. In dem dritten drin habe ich jetzt Magnesium. War ein cooler Tipp von dem Michael von Recordia Bay, muss ich sagen. Der hat beobachtet, dass die Korallen offener stehen bei höheren Magnesiumwerten. Wo liegst du da jetzt ungefähr? Ich liege jetzt bei 13,30 momentan. Ich war bei 12,50 Anfang der Woche und hebe das sukzessive an. Und auch da, ja wie gesagt, da bin ich noch nicht so sicher, ob der Ion-Direktor das Richtige misst. Okay. Da traue ich dem nicht so ganz, da habe ich die Regelung abgeschaltet. Da halte ich es ähnlich. Also das Ziel ist auch, dass ich da Magnesium aktiv beeinflusse, wenn er droht abzusacken. Ja, okay, die Möglichkeit besteht ja auch. Du hast ja auch durch die Messung, kannst du das Ganze ja miteinander verbinden. Genauso wie mit dem Ammonium. Du gibst einen Sollwert vor und dann kannst du halt eben sagen, um wie viel Prozent wird die nächste Dosierung erhöht. Oder auch mit einer Add-on-Variante nennt sich das, um wie viel Milliliter wird erhöht. Ja. Das Charmante bei dieser Add-on-Variante ist,
Ich habe jetzt nur 0,1 Milliliter bei Magnesium. Also es hat keinerlei Einfluss auf den Wert eigentlich. Hm. Aber du brauchst eine Dosierung, die du beeinflussen kannst. Okay. Ja? Und diese Dosierung wird dann im Prinzip durch dieses Add-on-Verfahren um so und so viel Milliliter erhöht. Sobald ich um 10 Milligramm Abweichung habe, dosierte 75 Milliliter, was diesen Wert dann um 10 Milligramm korrigiert. Ja, ist doch schon, ne? Mal gucken. Klar. Ja, das ist eigentlich aber im Moment, ich sag jetzt mal, auf dem deutschen Markt eins der wenigen Geräte, die das wirklich so können. Also sprich, wo du wirklich auf jeden Wert Einfluss nehmen kannst. Ja. Andere Hersteller sind da an der Arbeit dran. Refactory ist auch ganz kräftig im Hintergrund am Arbeiten. Schauen wir mal, was da rauskommt. Also was ein bisschen nervt, ist einfach diese Kalibrierlösungen. Das ist dieses Fläschchen A und B. Mhm. Relativ hochpreisig. Ich meine, du liegst bei 60 Euro pro Liter. Wow. Ne? Das, zwei Monate, drei Monate sowas, schätze ich, kommt man damit dann hin. Mhm. So, und der Sensor, da sind sie aber noch dran. Also die lassen, die Rede war mal von 6 bis 12 Monaten. Da war ich schon schockiert. Also so lange halten die Dinger derweil gar nicht. Ja, aber da ist GHL mit den Sonden noch dran. Und ich hoffe, die kriegen das im Griff, weil wenn das läuft, ist das eine ganz tolle Geschichte. Definitiv. Aber wenn du natürlich dann das hochrechnest und jetzt gehen wir mal optimistisch von drei Monaten aus, 60 Euro, bist du bei 250 Euro im Jahr alleine für Kalibrierlösungen. Und dann nochmal, der Sensor kostet, glaube ich, auch um die 130 Euro. Also da bist du irgendwie 400 Euro an Unterhaltskosten pro Jahr. Das ist heftig. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen krass. Gut, aber ich bin halt eben geschäftlich viel unterwegs und deswegen passt mir das ganz gut, weil ich einfach so auch aus der Ferne über die Cloud den vollen Zugriff auf mein Becken habe. Und da muss man sich einfach fragen, wie schnell hast du für 400 Euro Korallen in Schutt und Asche gelegt? Das ist richtig. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Wie viel Geld willst du tatsächlich in die Hand nehmen, um es zu kontrollieren? Es gibt ja auch noch andere Hersteller auf dem amerikanischen Markt, die ähnliche Geräte am Start haben, wo man mit Regeln und messen kann. Aber ich sag mal, jetzt hier auf dem deutschen Markt im Moment ist das eigentlich momentan das, was es wirklich kann. Ja, und das funktioniert auch gut. Also die KH-Messung nutze ich seit vielen Jahren schon, bin da extrem zufrieden mit. Und wenn die das andere genauso gut in den Griff kriegen, dass es genauso zuverlässig läuft wie der KH-Director, dann ist das schon mega. Ja, ja. Und ja, man sieht halt, du regelst einiges noch nach. Ist ja halt auch noch relativ frisch. Dein Fischbestand ist ziemlich hoch. Also normalerweise müsstest du ja irgendwann mal auf den Punkt kommen, wo es dann ohne Nachdosierung läuft bei dir. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Weil die Korallen zu viel ziehen. Ja. War auch eigentlich immer so. Ich glaube, wenn du gute Werte hast, dann ziehen die Korallen unter den heutigen Lampen so gut, dass du eigentlich selten zu hohe Nährstoffwerte hast. Was eben schon mal reingeguckt, also liegt es momentan bei der Dosierung fürs Versorgungssystem, die Essentials Plus, bei 70 Milliliter. Für KH. Bist du da im Gleichgewicht, so wie es eigentlich sein sollte? Nein, deutlich mehr KH als Calcium. Also das heißt, die Kalzifizierung ist noch nicht ganz so angelaufen. Also ist schon angelaufen, aber noch nicht auf dem Level, wo er eigentlich sein sollte. Keine Ahnung. Also ich weiß halt eben nur, ich habe deutlich mehr KH-Verbrauch als Calcium-Verbrauch. Mhm. Aber wo ich nachregeln muss, nachjustieren muss, ist beim Jod. Ich glaube, das geht aber vielen Leuten so. Das hat sehr viel mit dem Licht zu tun. Also sehr lichtstarke Becken, so wie es jetzt hier auch bei dir ist, die verbrauchen unheimlich viel Fluor, unheimlich viel Jod. Das geht ziemlich schnell raus. Das habe ich jetzt bei mir mit den neuen Stratons auch gemerkt. Da ist einiges dahinter. Ja, aber du hast ja jetzt den frei gewordenen Platz hier. Ja, genau. Endlich für dein Aquarienmaterial. Endlich für den ganzen Prödel, der einen belastet. Ja. Genau. Ja, ist natürlich geil, dass man direkt so drankommt. Ja. Und vor allem, wenn man so sieht, mal eben die 10-Liter-Pullen da hinten dran gestellt. Das ist natürlich ein Träumchen. Anstatt so wie bei mir 1,5 Liter immer so 3 bis 4 Wochen nachfüllen. Das ist schon echt nice. Das ist, war auch für mich einer der Hauptgründe, die Essentials Plus mal auszuprobieren. Okay. Also beim Sangokai-System musst du halt eben die Lösungen selber ansetzen. Mhm. Das ging mir immer total gegen den Strich. Okay. Und du hast halt eben auch verschiedene, hast mehr Lösungen, hast vor allen Dingen eine Komponente, die immer zweimal die Woche manuell zu dosiert werden soll. Das habe ich eigentlich
in regelmäßigen Abständen dann vergessen. Mhm. Und bei den Essentials Plus hat es mich einfach gereizt, ein System zu haben, was mit zwei gebrauchsfertigen Lösungen. Was im Prinzip schon komplett überwacht, angemischt, ankommt. Total angenehm, ne? Ja. Die beiden Kanister einfach angeschlossen und fertig. Das ist definitiv gut. Man hat ja bei den Systemen, wo man anmischen muss, ob das jetzt das Balling Light ist oder Sangokai, immer den, ich sag's mal, den Unsicherheitsfaktor Osmosewasser. Man weiß nie hundertprozentig, ob das Wasser in Ordnung ist, ob da noch irgendwelche Reste drin sind und somit Verunreinigungen reinkommen. Also das ist meine Intention unter anderem gewesen, warum ich von einem Balling Light zum Essentials Plus gewechselt habe, weil es halt, wie gesagt, auch schon komplett fertig angemischt ist. Weil ja, einfach, das ist halt der Faktor da, Zeit, ne? Ja, dann auch. Du saust gerade bei dem KH-Zeug immer irgendwie die Küche ein. Da freut ne? sich dann die Frau, ja, genau. Aus den Fliesen geht es dann irgendwie wochenlang nicht raus. Mhm. Nee, also ich habe einfach keinen Bock mehr, mich zu sehr mit dem Becken zu befassen. Ich möchte gerne Korallen reinsetzen. Ich mache es auch gerne sauber. Ich gucke da gerne rein. Aber alles, was so an Wartung vonnöten ist, da bin ich einfach froh drum, dass es jetzt einfach ist. Und da passte das mit dem neuen Versorgungssystem eigentlich ganz gut ins Konzept. Gut, Thema Wartung. Ich würde sagen, wir schauen uns mal deinen hochheiligen Technikraum an. Jo. Da blenden wir gerne. Jetzt mal so über und dann gucken wir mal, was er da drüben veranstaltet hat. So, wie gerade eben schon gesagt, da steht das Becken. Da ist die Wand und da ist die hochheilige Tür in die heiligen Hallen der Technik. Hallo. Genau, hi. Ja, wir haben jetzt hier einmal, hast du ja gesagt, du hast deine Steckdosen alle vernünftig abgesichert. Aha. Wie ich sehe, da hinten geht es dann so an der Steckdosenleiste schön ordentlich dran vorbei. Hier vorne hast du deinen Sicherungskasten dazu. Also im Prinzip, das sind die beiden FIs für die beiden Stromkreise und dann sind immer die Stecker abwechselnd belegt. Ne? Das heißt, du siehst jetzt hier 5, 11, 6, 12, 13, 25, sodass du im Prinzip immer die, man sieht durch die verschiedenen Nummern, dass immer einer übersprungen ist bei der Verkabelung. Und du kannst dann im Prinzip über jeden Automaten kannst du eine Steckdose schalten. Das ist schon mal sehr geil. Na, zum Beispiel kann ich jetzt hier drüber die UV-Lampe ausschalten oder wieder einschalten. So, und und dann halt eben, wenn irgendwo ein Stromkreis ausfällt oder wenn im Haus der Strom ausfällt, dann ist das Becken gar nicht betroffen. Oder wenn du halt aus Versehen mal irgendwas unter Wasser legst, dann geht halt nur das halbe Becken aus und nicht das Ganze. Ja, dann hast du hier deine Dreambox formschön reingebracht. Die steht auf einem Podest. Genau, ein bisschen hochgestellt, bewusst hochgestellt. Also man sieht halt auch hier, erstmal ist der Raum tiefer gesetzt, sodass sich das Wasser hier drin fangen kann. Also wenn tatsächlich mal was ausläuft oder wenn was passiert. Genau. Ja. Dann ist es so, hier ist halt eben der Durchgang zu dem Aquarium. Hier kommen die beiden Rückläufe vom Becken. Das sind die Zuleitungen. Und hier sind im Prinzip die ganzen Leitungen von dem GAL-Gesumse. Also dosierst du hier mit Masse alles hier rein? Ja, natürlich. Okay. Das hier wird dann auch das Wasser entnommen zum Testen? Genau. Siehst du halt eben hier, das ist der Fließfilter und da gehen halt die Leitungen rein. Also das hat mir damals die Kollegen von Royal Exklusiv mir das halt eben so empfohlen. Das heißt, hier sind so kleine Lanzen zum Proben nehmen. So. Das ist sehr geil, ja. Und dann hast du halt eben die gleichen Dinger nochmal mit kurzen Pinöppis zum Dosieren. Das ist wirklich eine ganz hübsche Geschichte. Das ist eine feine Geschichte, also wirklich schön gemacht. Ja, also das haben sie drauf, ne? So, kleinere Abschäumer. Ich hatte ja vorher den großen DN250er, den behalte ich auch als Reserve, als Backup. Ja, haben ist besser wie brauchen. Ja, ja ich habe ihn ja kurzfristig mal bei mir gehabt, also das ist ein Mordsgerät. Aber halt jetzt auf Empfehlung auch von Royal Exklusiv den kleineren 180er Double Cone für das Becken reicht auch offensichtlich völlig aus. Ja, er holt ja ganz gut Schmorder da raus, also so was ich sehe. Also hier. Dann mal hier die Rückförderpumpe, das ist eine 100 Watt Speedy. Gehen wir mal hier drüber. Ja. Ja, und das, ich sag mal, das Geilste ist halt eben die Nummer hier. Das ist ein 60 Liter Wasser Vorratstank. Kannst du mal in die Ecke gehen. Jupp. Yep. Hast da hinten auch direkt deine Osmoseanlage. Genau. Gehen wir hier mal kurz rum. Da steht das gut alte Stück. So, und das Blaue ist halt eben der Tank für das Wechselwasser, 200 Liter.
Also das füllst du im Prinzip auf, packst Absolut Ocean rein und dann hast ja, du... Ja, ohne halt normales Meersalz. Ne? Ich versuche so ein bisschen zu wechseln. Da hast du eine entsprechende... Das Tropic Marine finde ich eigentlich immer auch ganz gut. Absolut Ocean finde ich auch gut. Und dann wird es halt nach dem Ansetzen, da ist ein Heizstab mit drin und eine Strömungspumpe in dem Kanister. Das hast du im Prinzip dauerhaft mitlaufen. Damit du dann, also sprich Heizstab und Strömungspumpe. Ja, nur zum Auflösen. Ne? Also jetzt ist nichts drin und jetzt ist es auch aus. Und wenn ich in Urlaub fahre, habe ich vor, dass ich für dich dann hier nochmal eine Füllung drin lasse. Und wenn es ganz arg ist, werde ich dich anrufen und bitten, mal kurz alles gut, die alles Pumpe gut anzumachen. Du bist ja jetzt sehr nah bei mir dran. So. Ja, und ich muss sagen, das geilste Highlight, was ich jedem empfehlen kann, der ein Haus baut, guckt, dass ihr in der Nähe vom Aquarium Ausgusswaschbecken habt. Das haben andere Aquarianer auch schon gesagt. Ja. Aber du hast ja einmal jetzt hier das Ausgusswaschbecken an sich und da unten hast du dein, ja, dein Wechselsystem aufgebaut. Genau, da habe ich die Dreambox mal kurz angebohrt mit einem Bogen nach unten, innen drin nochmal. Und darüber kann ich im Prinzip jetzt hier das Wasser ablaufen lassen. Das heißt, du schaltest im Prinzip den Umlauf einmal komplett aus, Abschirmer ausschalten. Genau. Lässt dann das Ganze darüber leerlaufen und gehst dann hin über einen anderen Schalter an der... Genau, pumpe ich dann im Prinzip das Wasser rein. Ja, fertig vorgeheizt. Fachgerecht mit einem Gardena-Schlauch. Ja, genau. Das habe ich schon gesehen. Aber okay, ist ja nur für... Ist ja nur kurz, also das ist ja nicht permanent, dass der genutzt wird. Aber das ist echt, echt schön geworden hier. Und vor allem auch alles schön sauber aufgehangen, schön steril, die entsprechenden... Genau, es ist halt eben auch nicht alles mit Kabelbindern zusammengenagelt. Also wenn man mal dran muss, dann nimmt man so eine Blende ab und... Kann man jetzt einfach hier... Genau. Ich bin jetzt mal... Nein. Ja, mach mal ruhig. Ist halt eben nicht ganz... Die halten schon ordentlich. Ja, genau. Also du hast im Prinzip jeden einzelnen Kabel, wenn überhaupt dann... Sind nur in Schleifen gelegt. Genau. So und auch so ein paar Vorschaltgeräte, Netzteile, die habe ich auch mit da reingeschaltet. Kommt man dann also wieder ganz gut dran. Genau. Sehr gutes System. Werde ich bei mir übrigens auch so umsetzen. Ja, dankbare Geschichte. Und was halt auch mega geil ist bei diesen ganzen GRL-Messungen, produzierst du ja ständig auch Abwasser. Das kommt dann auch hier und alles geht direkt in Abfluss. Also das ist einfach... Du hast im Prinzip da unten den Anschluss, genau, da unten geht es mit rein. Das ist natürlich eine richtig feine Sache. Also ist alles schön clean. Die Frau regt sich weniger auf. Ja, die ist ja sowieso auch, was Aquaristik betrifft, voll dabei. Glücklicherweise. Gut. Ja. Gehen wir so wieder nach vorne. Geworden. Klasse. Ja. Ein Becken nach Wunsch, Technik nach Wunsch. Das ist echt geil geworden. Also muss ich sagen. Also schön gemacht. Definitiv. Ja, und der Umzug. Was ist dein Fazit jetzt im Endeffekt? Ich bin total glücklich. Also ich habe viel weniger Arbeit mit dem Becken als vorher. Es ist pflegeleicht, es lässt sich gut beihalten und sieht schön aus. Das ist eigentlich genau das, was man im Aquarium erreichen möchte. Durch die Technisierung, durch die Überwachung, klar, weniger Aufwand. Ist natürlich auch einiges an Technik hinter. Ne? Kann man anders machen. Also ich hatte auch schon Leute, die mir dann bei Facebook geschrieben haben, so ja, mir wäre das zu viel Aufwand. Aber man darf halt auch nie vergessen, ich bin halt einfach auch häufiger mal längere Zeit von zu Hause weg. Ziemlich oft unterwegs, ja. Genau, auf Messen und Tagungen und dergleichen. Und da ist einfach schön, wenn man ein Becken hat, was aus der Ferne regelbar und im Blick zu halten ist. Und wenn man dann da ist, wenn auch die Wartung schnell vonstatten geht. Ja, wie du auch eben sagtest, wenn du mal tatsächlich längere Zeit im Urlaub bist und merkst, es ist was, dann kann ich hier mal oder eben kurz vorbeikommen, weil ist ja um die Ecke. Wir wohnen ja jetzt in Schlagdistanz. Wie gesagt, das sind keine 5 Minuten so ein Wasserwechsel. Ja, ne? Das ist sowieso das Geile. Also, ihr habt ja die Verrohrung gesehen, also Hahn auf. Ich hab's letztens, als das fertig installiert hat, gesehen. Ist was für Faule, aber es ist absolut geil. Also alles ausgeschaltet, Hahn auf, laufen lassen bis zu einer gewissen Markierung. Hat man an dem Tag, Hahn wieder zu, rüberpumpen, alles wieder anstellen, fertig. Und man hat es dann auch natürlich auch direkt im Becken gesehen. Und keine Schweinerei, kein Wasserschleppen. Nö. Alles schön sauber angeschlossen. Klasse. Ja. Alles in allem, der Umzug ist gelungen, war aber auch von langer Hand wirklich geplant. Ja, ja. Kann ich euch auch nur raten, das jederzeit zu machen. Ich bin gespannt, wie mein Umzug passiert. Kann ich mich also revanchieren beim Tragen? Und ja, das ist das kleinste Problem, würde ich mal sagen. Ne?
zwar das Schwerste, aber das Kleinste. Wir werden es erleben. In 14 Tagen circa soll es soweit sein. Also da ist der ungefähre das ungefähre Lieferdatum von meinem Becken. Und dann werden wir das in Angriff nehmen. Ja, alles in allem würde ich sagen, es war mal wirklich interessant zu sehen, wie man sowas machen kann, wenn man das von langer Hand plant, wie es dann aussehen kann, wenn es vernünftig durchgeführt wurde. Ja, was ich halt jedem auch raten kann, wenn er die Chance hat und ein Gesteinswechsel ansteht, versucht irgendwo das Gestein schon mit einlaufen zu lassen. Klar, das andere Becken war jetzt riesig groß. Ich habe das Gestein meiner Schwester und meines einfahren lassen. Mal eben. Aber meistens hat man ja auch irgendwelche Bedenken. Und ich hatte den Eindruck, dass das Becken eigentlich, die Korallen sind in ihrem Wasser geblieben. Mhm. Nachdem ich die zurückgeschnitten habe, das abgeschnitten habe, was weg sollte, alles sauber geschnitten hatte. Das heißt, die Schnittkanten an den Korallen, die kommen erstmal in das gewohnte Metier wieder zurück. Und hat zusammen damit dann auch nochmal das Gestein bevölkern lassen. Und wenn du natürlich mit einem vorbereiteten Gestein so einen Umzug machst, ist das für das Becken einfach... Definitiv. Hat ein ordentliches Rückgrat, biologisches Rückgrat in dem Moment. Das ist ja das Problem. Also wir haben die Steine beim Umzug hier tatsächlich komplett von allen Korallen so weit wie möglich befreit, so weit wie es ging, und haben alles komplett unter Wasser transportiert, dass es vollkommen im gleichen Habitat, im gleichen Wasser blieb. Keine drei Stunden waren die Sachen unterwegs. Das kommt noch dazu. Also wir waren drüben, haben erstmal alles abgerissen in die Kanister rein. Hier war es auch schon zum Teil vorbereitet. Wir haben Wasser mitgebracht und dann das Ganze hier aufgebaut. Und das Becken hat innerhalb kürzester Zeit hat es sich wieder einigermaßen gefangen. Und das war echt ein Vorteil. Ja. Gut. Ja, danke, dass wir das Ganze nochmal sehen durften. Immer gerne. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, egal was da kommt. Ich befürchte mal, es wird mein Umzug werden. Ja, gut möglich. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend und Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Danke, dass wir da sein durften, Sven. Bis zum nächsten Mal, euer Viper, euer Sven. Tschüss. Ciao.